Dein Mann ist ein Navy SEAL. Was zum Teufel ist hier los? Was soll das? Wuff. Du hast jetzt einen Hund? Ja, ich hab ihn aus dem Tierheim geholt. Wow, wow, wow. Hallöchen, mein Freund. Seine Schnauze ist super feucht. Der ist kerngesund. Wupp, da hat wohl jemand eine Sardinendose ausgeschleckt. Ich gehe dann mal unter die Dusche. Ja, ist gut, Schatz. Weißt du, was sie zu mir gesagt hat? Du bist hardcore. Immer cool bleiben, Lois. Und dann backst du dir ein Eis. Sag mal, möchtest du nach oben gehen? Gern. Klasse, dann geh. Hey, Justin, ich möchte dir Kira vorstellen. Sie hat 4 Flaschen Sierra Nevada Bier mitgebracht. Ehrlich, Brian, nur weil du etwas über Teenagerinnen schreibst, musst du nicht so ein gruseliger Stalker sein und dir den ganzen Tag auf Schritt und Tritt folgen. Das nennt man Recherche. Ich bin nur sorgfältig. Wo zum Teufel will sie hin? Hier in der Gegend ist doch nichts. Was ist das, Brian? Was ist eine Justizvollzugsanstalt? Das ist ein Gefängnis. Oh, dann könnten sie es auch einfach so nennen. Kira, danke. Du bist eine krassomate Checkerbraut. Peter, was zum Teufel ist hier los? Oh, Alter, ist das deine Mom? Ich bin nicht seine Mom, du kleiner Mistsack. Dieser kleine Mistsack weiß, wie man Haschisch durch einen Apfel raucht. Das reicht. Raus mit euch allen. Na toll. Ich hab genug von diesem Justin-Schwachsinn. Morgen gehen wir aufs Amt und ändern deinen Namen offiziell zurück in Peter. Gut, wenn's sein muss. Aber ganz ehrlich, Justin zu sein war ein richtig... Hi, Meg. Hi, Luke. Du meine Güte. Mac hat was mit einem Häftling. Oh, der Sohn von Consuela scheint im Knast zu hocken. Ich dich bald sehen, Rodrigo. Sieh, Mama. Ist Abenteuer. Ich hab rausgefunden, wo die wilden Kerle wohnen. Vielen Dank, Max. Du hast mich zu ihnen geführt. Jetzt zermahlen wir ihre Hörner und machen Potenzpillen draus. Kira, das war eine Wahnsinnsnacht. Ich kann dich leider nicht zur Arbeit fahren. Ich muss in meiner Höhle hocken, bis du weg bist. Oh, ist schon okay. Dann nehme ich den Schulbus. Warte, was? Du... Es ist schön, dich zu sehen, Mac. Ist eine Weile her. Ich weiß, tut mir leid, Luke. Es ist sehr schwer, hierher zu kommen, ohne dass es jemand merkt. Hast du die Briefe und die Haare, die ich geschickt habe? Ohne die würde ich hier nicht überleben, Mac. Danke. Wie lief die Bewährungsverhandlung? Nicht gut. Ich werde hier wohl weitere 3 Jahre sitzen. Oh, Luke. Ich erwarte nicht, dass du auf mich wartest, Mac. Egal, ob es 10 oder 20 Jahre dauert, ich werde da sein, wenn du rauskommst. Du fährst einen Schulbus? Du Dummerchen, ich nehme den Bus. Ich bin in der Highschool. Bist du irre? Du sagtest, du bist 23? Ja, und du sagtest, dass du mich liebst. Okay, du hast mich erwischt. Hi, Quagmire. Tut mir leid, dass ich störe, aber wir gehen einem Hinweis nach. Hattest du Sex mit dieser Minderjährigen? Ich will nicht in den Knast, aber ich will wirklich damit angeben. Quagmire, ich muss dich hiermit wegen Missbrauchs verhaften. Gut, aber ich schicke noch die Fotos, die ich... Oh mein Gott, Mac hat ein Verhältnis mit einem Häftling. Wow, Mac ist eine von diesen irren Bräuten, die sich einen noch irreren Typen suchen. Brian, du Mistkerl, wie konntest du mir das antun? Tut mir leid, ich musste es Ihnen sagen. Wirf ihm das nicht vor, er hat genau das Richtige getan, als er zu uns gekommen. Ich von ihr gemacht habe an meine Freunde. Oh ja, geil! Du bist ekelhaft. Schaff den weg, wir haben alle scharfen Beweise, die wir brauchen. Hallo, mein Name ist Glenn Quagmire. Ich bin Ihr Nachbar in der Spooner Street und möchte Sie darüber informieren, dass ich ein Sexualstraftäter bin. Das bisschen Mist. Du spielst mit dem Feuer, wenn du was mit einem Knastbruder anfängst. An dieser Stelle ist strenges Elternregiment gefordert. Ich zieh meinen Cosby-Pulli an. Mom, das verstehst du nicht. Luke und mich verbindet wirklich etwas ganz Besonderes. Er ist ganz allein da drin und ich bin ganz allein hier draußen. Irgendwie sitzen wir beide hinter Gittern. Da gibt es einen großen Unterschied. Er sitzt nicht grundlos im Knast. Er hat das Gesetz gebrochen. Er hat einen Laden überfallen, um die Medikamente für seine Mom zu bezahlen. Er hat dir bestimmt tolle Lügen...
Hättest du auch auswendig lernen können. Glenn, was ist denn bloß passiert? Die Kleine, die ich gestern auf Peters Party abgeschleppt habe, ist noch in der Highschool. Oh mein Gott. Heißt das, du ziehst jetzt nach Europa und machst Filme? Wie konntest du nicht merken, dass sie noch minderjährig ist? Wenn ich so zurückdenke, hat sie recht viele Fragen über Wer die Nachtigall stört gestellt. Hättest du sie mir geschickt, ich liebe dieses Buch. Ah, Gregory Peck. Und jetzt muss ich vor einem Richter aufschlagen. Wirklich? Ein Ei oder beim Tennis? Unser Rechts... Lügen für die Tränendrüse aufgetischt. Das sind aber keine Lügen, das ist die Wahrheit. Ehrlich gesagt ist mir das egal. Ich möchte nicht, dass du ihn wieder siehst. Ich finde den Pulli nicht. Woher kennst du den überhaupt? Durch ein Brieffreundprojekt an der Schule. Und als das vorbei war, haben Luke und ich uns weitergeschrieben. Damit ist jetzt Schluss. Aber Mom, ich liebe ihn. Jetzt ist Schluss, Mac. Deine Mutter hat recht. Du musst aufpassen, mit wem du dich auf ein Abenteuer einlässt. Hallo? Ich hab grad Bock auf Coitus, also komm her. Das System ist so undurchschaubar geworden. Nein, Peter Quagmire muss vor Gericht. Genau. Und bei Jugendmissbrauch gibt es keine Verteidigung. Sobald die ihr Alter nachweist, war's das. Du bist schuldig. Weißt du, was ich heute probiert habe? Eine Feige. Ich habe morgen meine Anhörung. Vielleicht muss ich in den Knast. Meine einzige Hoffnung auf Milde sind Leumunds Zeugen, die vor Gericht aussagen, dass ich gar nicht so ein Monster bin. Peter wird dich bestimmt gern unterstützen. Ja, absolut, Quagmire. Ich bin sehr überzeugend. Deswegen habe ich so viele billige Autoversicherungen. Nein, ich bin bei meiner Familie. Kauf unterwegs einen Wein. Tja, Angela, wenn ich der Einzige bin, der das Problem lösen kann, komme ich ins Büro. Luke, was machst du denn hier? Ich bin ausgebrochen, weil ich es keine Sekunde länger ohne dich ausgehalten habe. Mein Gott, wie bist du rausgekommen? Ich habe eine Zahnbürste verkauft. Billige Raten machen dich froh. Hier sitzt ein Pinguin, weiß nicht wieso. Ihre Billigversicherung. Ihr Unfallgegner wird heulen. Ich kann nicht glauben, dass Quagmire und dieses Mädchen Sex hatten. Das heißt, sie haben sich ganz fest mit den Beinen umarmt, oder? Nein. Du sagst es mir doch, wenn ich drauf komme. Ja, ich werd's dir sagen. Ich komme noch drauf. Nun, Mr. Griffin, Sie möchten... Halt und den Wärter erstochen, der die meisten Kinder hat. Was? Das war nur ein Witz. Oh, an deinen Humor muss ich mich wohl noch gewöhnen. Es gab einen Aufruhr im Gefängnishof und ich bin über den Zaun geklettert. Los, schnell, komm rein, bevor dich jemand sieht. Oh, Mac, das wünsche ich mir schon seit einer Ewigkeit. Und es ist schön, mal jemand nicht von hinten zu sehen. Also, dass das ein Witz war, weiß ich. Wenn du meinst. Knie für Mr. Quagmire aussagen. Ganz recht, euer Ehren. Und wie wir aus Game of Thrones wissen, wenn ein Mädchen seine erste Blutung hatte, darf man sie rannehmen. Hatte sie ihre erste Blutung? Beantworten Sie das. Mr. Griffin, sie war minderjährig. Ja, aber andererseits wurde Mr. Quagmire am 29. Februar geboren. Ergo ist er erst 12. Ergo hat sie ihn vergewaltigt. Ergo Ben Affleck. Mr. Griffin, haben Sie irgendwie... Hey, Mac. Kann ich dich kurz sprechen? Ja, komm ruhig rein. Hör mal, ich würde gern was klarstellen. Es tut mir leid, dass ich Lois erzählen musste, was los ist. Aber weißt du, du musst wissen, dass ich nur um deine Sicherheit besorgt war und... Luke, du kannst genauso gut rauskommen. Welche Beweise, die nicht auf Film oder Fernsehen beruhen? Ich weiß nicht. Fragen Sie doch all diese Briefe an den Weihnachtsmann. Irgendwas stimmt nicht. Wir kriegen seit einer Woche keine Post. Ich krieg seit einer Woche keine Post. Dir schreibt keiner. Officer Swanson, vergessen Sie nicht, Sie stehen unter Eid. Was hat Mr. Quagmire laut seiner eigenen Aussage mit dem Mädchen gemacht? Er hat mit ihr da... Luke! Die haben sie aus dem Knast gelassen? Kann man so nicht sagen. Er ist für mich ausgebrochen. Wir lieben uns. Du kannst keinen entflohenen Häftling verstecken, das ist eine Straftat. Nur wenn es jemand rausfindet. Willst du es wieder tun? Willst du mich wieder verraten? Naja, ich... Brian, rufst du mich auf meinem Mickey-Maus-Telefon an? Moment mal, warum trägt der Typ Gefängniskluft? Denk nach, Peter. Denken. Augenblick. Sonntag, Sonntag, da ist es. Peter nimmt am Rodeo teil und kriegt mehr, als er will. Das Schneebananenspiel gespielt. Und können Sie uns allen hier im Saal erklären, was das Schneebananenspiel ist? Sir, Sie stehen unter Eid. Also, es geht so. Man uriniert in ein Kondom, bindet es zu, friert es ein. Und dann tut die Frau so, als wäre es ein Mann. Dankeschön. Er ist ein guter Kerl! Mr. Brown, würden Sie dem Gericht mitteilen, was für einen Beruf Sie haben? Ach, kommen Sie, das... Kann man wohl sagen.
Und Meg liebt einen entflohenen Häftling. Oh nein! Luke, verschwinde! Joe, hier ist Peter. Zwei Sachen. Erstens, als ich neulich zu Besuch war, habe ich vergessen, Bonnie und dir zu sagen, wie sehr es mir gefällt, wie ihr die Wohnzimmermöbel umgestellt habt. Und zweitens, komm raus, da läuft ein entflohener Häftling auf der Straße. Das haben sie die anderen auch nicht gefragt. Warum werde ich angeklagt? Er hat ein Kind gevögelt. Wann sehen wir die Braut endlich? Schluss damit, keine Zeugen mehr. Die Bibel nehme ich mit. Wollen Sie wissen, was für ein Mensch Glenn Quagmire ist? Wollen Sie wissen, wie er zu diesem Menschen wurde? Dann lassen Sie mich aussagen. Kann ich Angry Birds auf deinem Handy spielen? Gut, aber nur, wenn du den Ton ausschaltest. Gut, dann mache ich die Geräusche selbst. Passio. Nein, Luke, nicht bergab laufen! Du kommst in den Knast, Penner! Nein, Mr. Swanson, das dürfen Sie nicht. Doch, das darf ich. Er kommt wieder in den Knast. Machen Sie Ihre Aussage, Mr. Quagmire. Hören Sie, ich weiß, dass Sie alle schlecht über mich denken, aber bevor Sie über mich urteilen, müssen Sie wissen, dass ich eine schwere Kindheit hatte. Mein Dad war beim Militär, also war er nicht viel zu Hause. Und meine Mom? Naja, sagen wir einfach, sie war ein wenig promiskuitiv. Ich glaube, meine Probleme begannen an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Es ist ein Junge, Mrs. Quagmire. Oh, das ist wunderbar. Wenn Sie ihn in den Knast stecken, müssen Sie mich auch mitnehmen. Ich weiß, das habe ich auch vor. Ich verhafte dich wegen Beherbergung eines Entflohenen. Oh, das ist okay. Immerhin habe ich ihn die ganze Zeit versteckt, um ihn... Was? Hi. Haben Sie dich auch erwischt, als du in Ohio wählen wolltest? Was soll die Kacke? Tut mir leid, wir mussten euch Männer reinlegen, sonst wärt ihr nicht mitgekommen. Dazu kannst du mich nicht zwingen. Wenn mir eine Kokosnuss auf den Kopf fällt, vergesse ich alles. Oh! Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich wurde von meinem Vater missbraucht. Lois, ich kann nicht glauben, dass du uns reingelegt hast, damit wir zu einer Paartherapie fahren. Ich werde sehr ungern angelogen. Ich auch. Ich meine, Frau... Mrs. Griffin, ich habe gute Neuigkeiten. Ihre Testergebnisse sind negativ. Die Schwellung in ihrer Brust ist also nicht der schwarze Ekeltittentod. Brustkrebs? Ja, so nennt der Laie es. Ach, Gott sei Dank. Da bin ich aber froh. Ja, ich hatte auch Schiss. Auch wenn es im Moment kein Problem gibt, müssen wir uns die Krankengeschichte ihrer Familie ansehen, um ihr Risiko für die Zukunft bestimmen zu können. Hä? Wie interessant. Ich wusste nicht, dass ihre Mutter den Holocaust überlebt hat. Meine Mutter? Oh, nein, nein, das ist unmöglich. Die sich gegen ihre Männer verschwören. Was kommt als nächstes? Der verdammte Cheney wieder im Weißen Haus? Tja! Das ergibt keinen Sinn. Glaubt mir, ihr werdet es nicht bedauern. Wir sehen uns alle morgen früh zu unserer ersten Sitzung. Echt jetzt? Paartherapie? Das ist das Schlimmste, was jemals irgendjemandem passiert ist. Ehefrauen, hä? Der versteht mich. Hallöchen, Cowboys. Wer hat... Ist doch gar nicht jüdisch. Ihrer Geburtsurkunde nach ist sie das schon. Oh mein Gott! Wow! Brustkrebs wäre vielleicht besser gewesen. Mom, du bist Jüdin? Tut mir leid, dass ich dir das nie gesagt habe. Nach seiner Hochzeit wollte dein Vater, dass ich es verschweige, damit er in Country Clubs aufgenommen wird. Es war die richtige Entscheidung. Es war die richtige Entscheidung, Schatz. Oh mein Gott! Also ist Oma Lust auf etwas altmodischen Spaß. Wer will mit mir zum Schwimmloch gehen und in einem Loch schwimmen? Das klingt doof. Wessen Loch ist es? Ich bin vielleicht dabei. Grandpa, bekomme ich meine Videospiele wieder? Ich möchte Call of Duty zocken. Oh, ich habe das originale Call of Duty hier. Es heißt Jax. Ich habe einen. Schaffe ich zwei? Los, macht mit! Ernsthaft? Dieses Spiel besteht darin, aufzuräumen? Carter, sehen Sie es ein. Hier hat keiner...
Brälsberg in Wahrheit Jüdin? Ja, als sie nach Amerika auswanderten, änderte die Familie den Namen. Ursprünglich war es Hebräisch-Berg-Geldscheffler. Also bist du auch jüdisch, Lois. Und deine Kinder auch. Das erschüttert mein ganzes Weltbild. Noch mehr als mein Besuch beim Kinderarzt damals. Wow, Stewie, du bist aber wirklich groß geworden. Ich wette, aus dir wird mal ein Footballstar. Oh, ach sie. Oh, hab deine Akte vergessen. Komme gleich. Lust. Gut, das ist in Ordnung. Aber ich will nicht, dass ihr dauernd an euren Bildschirmen klebt. Also bringen wir das Blut in Wallung mit Jack LaLanne. Erstmal nach links und dann nach rechts. Und den Expander raus und wieder rein. Pause zum Rauchen. Großes Handtuch hinter das Genick. Vorne reingesteckt. Sieht aus wie Titten. Und... Wow, Jason. Du bist aber wirklich groß geworden. Ich wette, aus dir wird mal ein Footballstar. Wie konnte ich nur auf diesen Spruch reinfallen? Ich hab mir glatt eingebildet, ich könnte einen Arzt heiraten. Du bist nur fett, Stewie. Peinlich und fett. Danke, dass Sie gekommen sind, Max. Ich brauche den Rat von jemandem, der tatsächlich jüdisch ist. Oh, das mache ich doch gern, Lois. Sie müssen im Augenblick ja ganz schön verwirrt sein. Ich weiß nicht, was ich... Perücke, tanz mit einem Mann. Kein Wort zur Frau, schweige bis zum Grab. Das war gutes Training. Ich muss jemanden anrufen und auflegen. Also, unsere erste Therapieübung ist ein Gespräch mit Sätzen, die mit Ich fühle beginnen. Lois, bitte fang an. Ich fühle mich nicht gewürdigt, weil du keine Zeit mit dieser Information anfangen soll. Ich habe mein ganzes Leben als Christin gelebt. Du solltest absolut gar nichts damit anfangen. Das ist das Problem unserer Welt, zu viel Übertreibens mit ihrem Glauben. So wie Quagmire, als er glaubte, dass er eine eigene Serie kriegt. Man sieht sich hier pfeifen. Viel Spaß noch mit euren beschissenen Riesenhahnwitzen und eurem Conway Twitty. Hey, warum steht denn ein Umzugswagen vor Clevelands Haus? Naja, ich sehe es nicht ganz so drastisch, aber grundsätzlich hat Brian recht. Jüdisch zu sein muss eigentlich weder sie noch das Leben ihrer Familie mit mir verbringen willst. Okay, ich fühle Taubheit, die mir in den linken Arm ausstrahlt. Ich fühle mich im Haushalt von dir vernachlässigt. Ich fühle Hunger auf was salzig-süßes. Hast du Schokoladenpommes? Ich fühle Schmerzen im Muttermund. Ich fühle mich stolz. Gut, für die nächste Übung spielen wir das Lang-Verheiratet-Spiel. Keine Angst, ist nur ein Fragebogen. Verändern. Ich nehme an, Sie haben recht. Es gibt keinen Grund, jetzt alles auf den Kopf zu stellen. Shalom, liebe Juden. Wow, Dad, wo hast du denn diese schicke Brustbehaarung her? Die lag dem Davidstern bei. Peter, was soll der Quatsch? Damit zeige ich, dass ich deiner Herkunft mit offenen Armen gegenübertrete. Und ich höre jetzt nicht mehr auf Peter, sondern nur noch auf meinen hebräischen Namen. Naja, ich muss Sie warnen. Ernsthaft? Lass mich, ich bin leicht zu amüsieren. Peter, wann ist der Geburtstag von Lois? Okay, wann ist der Geburtstag von Hitler? 20. April. Wow, okay, Noel. Gruselig. Joe, was ist Bonnies Lieblingsgericht? Ich glaube, sie mag Glasplitter, die finde ich jedenfalls immer in meinem Essen. Cleveland? Passe. Quagmire, welche Farbe haben Kimmys Augen? Rasiert. Entschuldigung, wie war das? Wie war die Frage? Denn man kann nicht einfach so über Nacht jüdisch werden. Das ist ein Vorgang, der intensive geistliche Erziehung und gute Werke erfordert. Sie wollen damit sagen, man kann es über Nacht werden? Ich bin diejenige mit dem jüdischen Erbe und ich möchte wirklich keine große Nummer daraus machen. Typisch Jüdin, einem den Spaß am Jüdischsein zu vermiesen. Jetzt pass mal auf, ich stehe auf den Hut und den Schal, also ziehen wir das durch. So, Kinder, von nun an werden wir hier unseren Sabbat begehen. Okay, aufgrund der gestrigen Sitzung habe ich ein paar Persönlichkeitsbeurteilungen vorgenommen und festgestellt, dass ihr alle überhaupt nicht mit eurem Partner kompatibel seid. Nein, das ist nicht gut. Interessanterweise seid ihr mit anderen aus der Gruppe wesentlich kompatibler. Oh mein Gott, das ist ja verrückt. Mehr Käse-Macaroni. Immer weiter. Ich nehme auch die angebrannten Ecken. Ja, mit der Schale. Was ist passiert? Jedenfalls... Es ist doch alles völlig unnötig. Unser Leben war doch gut, wie es war. Zieht euch das rein, Leute. Ich bin jetzt einer von euch. Ich bin jüdisch. Ja, Holocaust. Wir sind die Nummer eins. Seht euch diese kleinen, behaarten Männer an. Gott, ich komme mir vor wie auf dem Waldmond Endor. Liebe Gemeinde, da das Passafest kurz bevorsteht, sollten wir uns noch einmal der Leiden erinnern, die unser Volk unter dem Joch der Herrschaft des Pharaos durchmachen musste. Dabei heißt es doch, Pharao macht Juden froh.
nachts gibt es eine neue Übung. Nur für den Vormittag tut ihr euch mit eurem kompatibleren Partner zusammen. Und hoffentlich lernt ihr etwas daraus, das ihr danach erfolgreich in eure Ehe einbringen könnt. Okay, also die neuen Paarungen lauten wie folgt. Cleveland und Lois. Oh, cool, mein Finanzrating ist um 100 Punkte gestiegen. Quagmire und Bonnie. Joe und Donna. Und Peter und Kimmy. Ja, ich hab das Paartherapiespiel gewonnen. Das ist meine jüdische Lache. Ich trainiere jüdisch Lachen. Mir ist das hier alles furchtbar peinlich. Können wir bitte gehen? Hi, du bist hübsch. Oh, danke schön. Mom, ist Sodomie illegal, wenn man jüdisch ist? Das hoffe ich, Meg. Das hoffe ich sehr. Ist es nicht, Lois? Ist es nicht? Dad! Das nenne ich haarlose Schienbeine. Sie sind makellos. Das jahrzehntelange Tragen von Herrensocken hat sie weich und spiegelblank gemacht. Grandpa, was machen wir denn hier draußen? Wir suchen nach Formen in den Wolken. Die sieht aus wie der Moor aus der Schokoladenwerbung. Etwas zu weiß, aber sonst stimmt es. Mir ist langweilig. Können wir was anderes machen? In deinem Alter gab es nichts Lustigeres, als irgendwo anzuklopfen und Leute mit Papiertüten voller Mehl zu bewerfen. Du fährst gar nicht zur Schule. Du irrst dich, Chris. Einer der großen Vorteile am Jüdischsein ist es, ihre ausgezeichneten Schulen nutzen zu können. Ich gehe auf keine jüdische Schule. Den ganzen Tag mit kleinen, behaarten Typen rumsitzen. Da komme ich mir vor wie auf dem Waldmond Endor. Hast du den Witz nicht erst neulich gemacht? Oh, ja, ich war noch nicht sicher, ob es jeder, gehört hatte. Und statt nur einem Tag... Gab es? Was, die Mehldusche? Die ist spitze, damit haben wir Italiener von den Wahlen abgehalten. Bleib zu Hause, Guido! Ja, altmodische Sachen sind die besten! Tagelang brannte die Öllampe ganze 8 Tage lang. Und deswegen feiern wir Hanukkah. Ja, ja, ja. Wann spielen wir endlich Setzen wir dem Heiland eine Dornenkrone auf? Also, hat irgendjemand Fragen? Ja, ich hätte eine. Was macht ihr, wenn Jesus zurückkommt und euch einen fetten Arschtritt verpasst? Und das ist auch der Grund, warum viele ihren Kindern 8 Tage lang Geschenke geben. Moment, sagte sie 8 Tage lang Geschenke? Ja. Diese Judentumsnummer scheint besser zu sein, als ich dachte. Also, Kinder, damit ist die Stunde beendet und... Alle in den Sportunterricht. Also dann, heute spielen wir Fußball. Das war leicht. Hey Lois, die Kinder schlafen schon. Ja, ich glaube, das tun sie. Und weißt du was? Ich habe dir im Laden ein sexy jüdisches Outfit ausgesucht. Was ist denn das? Das ist der 2. Urlaub, in dem ich alle Jurassic Park Filme gesehen habe. Peter, du bist der Hammer. Du bist so witzig. Hey, Kimmy, ich bezahle dir 1000 Dollar für eine Handvoll von deinem Arsch. Für 2 Handvoll kriegst du mein Auto. Na schön, das reicht. Ich hab es satt, Peter. Und wie funktionieren die neuen Paarungen? Gewinnt ihr wertvolle Einblicke? Nein! Oh Mann, wenn du dieses lange, dicke Kleid jetzt gleich anziehst, dann gehe ich voll ab. Ich werde das Ding nicht anziehen. Leg dir diesen Schal über den Kopf. Oh, hast du irgendwelche klobigen, unmodischen Bauernschuhe? Oh, ich schwöre bei Gott, Lois, ich schwöre bei Gott, dann gehe ich ab. Peter, nimm die Pfoten weg. Sag mir, ich verdiene nicht so viel wie der Mann deiner Freundin. Peter, hör auf, ich werde jetzt schlafen. Bitteschön, dann werde ich eben fernsehen. Und nun wieder Mark Wahlberg in Genau...